Hallo liebe Leute, heute in der K-Woche an einem Freitag, hochgeladen frisch heute, eine neue Folge von Odyssey im Auftrag des Königs. Wir haben hier in der letzten Folge den Lord André beklaut, und zwar einen Brief. Gucken wir nochmal eben, ne? Das war der Statthalter Larius, der sich über die Diebesgilde beschwert und dies auszuhebeln gilt. Jetzt gehe ich aus dem Speicher wieder raus zu Lord André, gucken mal, ob der eine Gesprächsoption hat. Hat er nicht, ein Glück. Hätte er sein können, so von wegen, was machst du in meinem Speicher? Moment mal, gibt es eventuell noch hier Bücher? Habe ich aber alles, glaube ich, schon geguckt. Nope. Ja, sehr schön. Also geht's wieder runter zum Nagur. Stadtware. Oh, ne. Wolfgar. Und es wird wieder ein bisschen dunkel. Ich habe noch nicht so richtig eingerendert hier. Eben angemacht alles. So. Perfekt. So, was sagst du, Nagur? Da bist du ja. Hast du den Brief? Ja. Gib ihn mir. Man scheint uns bisher nicht auf die Schliche gekommen zu sein. Sehr gut. Am besten bringst du den Brief wieder zurück, damit sein Verschwinden nicht auffällt. Danach erhältst du deine Belohnung von mir. Ja, okay. Klingt logisch. So, Nagel den Brief übergeben auch. Er hält ihn für nicht wichtig und gab mir auf, ihn zurückzubringen. Okay, also wieder zurück in die Truhe. Ah, was ein Hin und Her. Wieso muss ich das jetzt wieder in der Truhe backen? Backen. Ja, packen. Und alles auf. So, pom. So, da muss ich mal gucken, wo jetzt dann der Brief ist. Einbruch bei Lord André wird nochmal angezeigt. Dann gehen wir mal hier rüber. Kann ich denn auch hier? Ja, kann ich. Kann ich auch machen. So. Wo sind jetzt hier die Schriften? Leitung Banditenachse. Ich muss mal gucken, wo das ist. So, da ist er. So, man sieht jetzt aber nochmal gucken. Larius Brief an Lord André. Genau, richtig. Jetzt haben wir das Ding wieder drin und die Musik ist jetzt blöderweise wieder ausgefallen. Immer wenn ich hier oben bin. Gucken, ob dann die Musik, wenn wir wieder mal den Ort wechseln. Für den König! Ja. Mhm. Dann schaltet sie sich auch wieder ein. Kein Problem. Oh, Anna! Wollt durch die Tür! Nicht so schnell, genau, ja, ich weiß, dieser blöde Geschwindigkeitsring. So. Jawoll. Ich bin gespannt, was Nago jetzt sagt. So, das wäre erledigt. Gute Arbeit, ich bin zufrieden mit dir. Hier ist deine Belohnung. Das war's, mehr Aufträge habe ich zunächst nicht mehr für dich. Oh. Was ist mit der Bosse? Dann gucken wir doch mal ins Logbuch rein. Handel mit Banditen, was? Moment. Einbruch bei Lord André ist erledigt. Gut. Dann gucken wir noch mal unter Diebesgilde allgemein. Da. So. Ich habe Nagur mitgeteilt, dass ich den Brief wieder zurückgebracht habe und meine Belohnung erhalten. Schön, 300 Gold war das. Das war sein letzter Auftrag. Es wird wohl etwas dauern, bis er wieder etwas für mich hat. Anstatt hier weiter meine Zeit zu verschwenden, sollte ich mich um meine Mission in Varant kümmern. Aha. Wenn ich es geschafft habe, nach Ashtor zu kommen, kann ich ja nochmal hierhin einen Abstecher machen. Vielleicht hat mir Nagur dann mehr zu sagen. Ist das jetzt der direkte Hinweis? So, hier ist alles erledigt. Jetzt geht's zurück nach Varant. Muss ich das jetzt unbedingt machen? Fragezeichen. Da werde ich doch einfach mal eine Nacht darüber schlafen. Und zwar in Hannas Herberge hier oben.
sehr. Verdammt, nee. Was ist los? Hm. Gut, dann schlafen wir mal eine Nacht drüber. Oh, in wessen Bettchen habe ich denn gepennt? Achso, in Duncans Bettchen. Gut. So. Gucken wir noch mal. Mir fiel gerade ein, das vergrabene Zeugs wollte ich ja auch noch finden. Und zwar das hier, vergrabenes Zeugs. Das haben wir ja gesehen, wo das ist. Oben im Norden. Oben im Norden. Ich werde jetzt mal eine Rune auswählen, die mich direkt dahin führt. Da muss ich mal eben suchen. Moment. Okay. Machen wir da mal hoch. Verzehren. Oh, mit der Materialisierung hapert es noch ein bisschen. Wir müssen hier einrennen, dann jetzt sind wir ja hier ganz oben. So, die Sonne scheint, das Wasser fällt. Jetzt gucken wir uns mal nochmal die Karte an. So, Schatzkarte Berge Korinnes. Aha. Da bin ich doch ein bisschen zu weit westlich. Aber dafür bin ich schon oben auf dem Plateau. Vielleicht komme ich da irgendwie hin. Muss ich mal nachgucken. Und zwar irgendwie hier oben hoch. Ob es da irgendwie einen Zugang gibt. Also und dann einfach nur in die Richtung hier. Die habe ich noch nicht so ganz hier ausfindig machen können. Vielleicht gibt es da irgendwelche Treppenstüfchen hier. Tja. Aha, Moment. Na, da komme ich nie hin. Aber, Moment. Was ist denn hier mit dem Ding? Okay. Lustig. Da komme ich auch so nicht hin, da würde ich dagegen springen. Also, hier bin ich drauf gekommen. Ja. Das wären jetzt hier Übungen, die nutzlos sind. Denn hier kommen wir nicht hoch. Ist klar. Ergo bringt das auch nichts. Da komme ich nicht rüber. Okay, was soll's. Oh ja, okay, aua. Diese Stelle ist nicht gut. Oh, sorry. Blöde Angewohnheit von mir. Oh, und Schnellwerkraut ist noch hier. Nee. Wie komme ich denn hier auf dieses Plateauchen? Hey, ja, natürlich. Grimbald, der alte Kumpel. Und? Wie geht es dir jetzt? Seitdem die Flüchtlinge das Lager wieder verlassen haben, geht es mir ausgezeichnet. Endlich muss ich mir nicht mehr dieses dämliche Gequatsche anhören. Bring mir das Jagen bei. Bring mir das Jagen bei. Mal gucken. Was genau willst du? Krollerplatten nehmen, kosten 5 Lernpunkte. Ich bin noch ein bisschen schwach auf der Brust. Was hier? Sind ja immer noch 16. Ja, nee, das brauche ich jetzt nicht. Gehen wir mal hier wieder runter. In diesen Wald da unten runter oder hier irgendwie hin. Weiß jetzt nicht, ob ich hier völlig den Denkfehler mache. Moment mal, hat sie die Karte noch? Ja. Okay. Das wäre blöd, jetzt hier rüber zu gehen. Vergrabenes Zeugs. Hier gibt es einen Tunnel, das weiß ich. Nee, einen Tunnel nicht, aber eine Höhle. Da dürfte auch nichts mehr sein. So, jetzt habe ich wieder hier so Zündfunken im Schädel, weil oben drüber sind noch jede Menge, jede Menge, ja, wie heißen denn hier, schnarchende Schattenläufer, und ich weiß, wir sind hier oben drauf gekommen, das weiß ich, das Plateau war es nämlich, so, und da können wir jetzt wunderbar mal die Schattenläufer. Das war hier irgendwie nämlich genau richtig. Und bevor ich das mache, werde ich mich nochmal schnell umziehen
Und dann noch mal eine Runde speichern. So. Damit wir auch ein bisschen hier gewappnet sind. Und es regnet auch noch. Das Wasser läuft mir in den Schuh. Das sind nämlich viele. Naja, damals empfand ich das als viele. So, erstmal gucken, ob hier noch was ist. Dürfte ein Rand sein, genau, richtig. Ja, was soll ich die denn eigentlich mit dem feinen Bogen machen? Ich bin doch hier gut drauf. So. Moment mal, sind es 1, 2, 3, ne? Ja. Die heben sich gar nicht so ab von den Felsen. Geschickt getarnt. Geschickt getarnt. So, Schattenläuferchen. Okay, mal. Wo ist denn der andere, der zweite? Hä? Das sah ja wirklich so aus, als wäre er... Ich dachte, hier wird auch noch einer liegen. Dann sah das nur so aus? Okay. Augen machen echt einen Streich, gerade in... Bezüglich dieser Textur und den Schattenläufer-Textur. Zack, zack. Hey, Alter. Hey, Alter, sag ich immer. Sorry, das ist auch wieder so eine blöde Angewohnheit von mir. Da hinten ist noch einer. Jut. Wo ich früher, oder wo wir früher Schwierigkeiten haben, die ersten Schattenläufer so zu erledigen. Okay, das müssen wir uns mal merken und nachher ausprobieren, ob wir hinkommen. Ist es jetzt natürlich viel easier. Hier. Da läuft was auf uns zu. Oder? Ist der schon wach? Da ist der. Ich dachte, hier vorne wäre noch einer. Oh, weißt du was? Oh. Ich wusste gar nicht, dass man mit einem normalen Pfeilmann auch einen Schattenläufer... Ah, das ist jetzt so easy geworden. Boah, das Blut vermischt sich mit dem Regenwasser. Was haben wir denn hier noch zu looten? Gibt es denn überhaupt Loot gut? Loot gut. Oh. Also hier geht's wirklich ab. Hier wird's ein bisschen unübersichtlich, liebe Freunde. Irgendwie oben hochkommen. Aha, ja, ja, das ist das Ding. War noch nie hier oben. Auch im alten Spiel noch nicht. Hier ist noch ein Steinchen. Kommen wir hier rüber. Autsch! Wieso? Ah, Mist. Die Tanne versperrt den Weg. Gut, okay, dann versuchen wir es mal von der anderen Seite. Was ist denn das hier? Hier ist eine Lücke. Okay, dann werde ich mal schauen, wie wir hier rankommen. Aber vorher speichere ich mal ab. Oh. Das sieht so nach scharfer Kante aus. Genau, richtig. Kommen wir hier so... Ups, nicht so ganz, aber hier kommen wir rum. Ich glaube, ich habe gelogen. Ja, was haben wir denn da hinten? Da trollt sich ein Troll. Ach, wie oll. War das das, wo es hier... Ja, ich glaube, dass... Oh. Also ich kann mich an so eine Stelle erinnern. Da ging es dann links zum... Ja, das ist es. Ja, da... Ja. Ich war doch schon hier. Ja, Tröllchen, dann gucken wir mal eben, ob wir dich mal hinkriegen. Oh, er richtet sich mal aus. Ja, mach mal. So. Okay. War es das hier oder war es das nicht hier? Oh, bitte hört auf zu regnen hier. Das klatschen auch. Das ist gut. Herrlich.
Drachenwurzel, richtig. Trollwurzel. Aloe Vera gibt's ja auch. Oder die Sonnenaloe ist auch bei ungeschliffene Amethyst bei Trollen. Oh, hier gibt's noch ein bisschen neue Steine zu finden. Wird natürlich spannend werden, auch für mich, weil ich möchte wissen, was es mit den... Oh, Salpeter zur Sprengstoffherstellung. Was es mit den ganzen Edelsteinen auf sich hat. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwie in so eine... Hä? Nee, hier war ich doch noch nicht. Da könnte ich mich daran erinnern, dass es hier irgendwo runterfetzte oder so. Wobei ich jetzt erst mal gucken muss, gibt es hier noch was zu holen? Also, nee, das ist... Okay, da bin ich hergekommen. Also es sind Sachen hier, die sind bei mir echt ulkig. So, speichere ich mal ab, bevor ich da runterfliege. Vielleicht gibt es ja wieder so einen Bonus, so einen Stunt-Bonus. Wow. Und ich bin sogar tot. Obwohl es Wasser ist. Nee. Ich bin jetzt Roland in der Unterwelt. Nicht Orphos in der Unterwelt, es ist Roland in der Unterwelt. Okay, wissen wir das jetzt auch. Also, Stelle meiden. Jetzt versuchen wir irgendwann mal hier in... noch mehr Salpeter. Mein Gott, ist das cool. Kommen wir irgendwie hier ran. Wir sind ja irgendwie immer so... Ja... Nee. Kommen wir eventuell hier hoch? Nee. Das wird wohl nichts werden. Ne? Oh, 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 fast. Nee. Er bleibt da immer so hackelig hängen. Aber wenn wir... Jawohl. Hier sind wir. Ein bisschen nach vorne. Ganz oben hier. So. Was da aussieht, liebe Leute. Ich glaube nicht, dass das viel bringt hier. Welche Richtung haben wir denn jetzt eingeschlagen? Ja. Jetzt sind wir ganz oben. Jetzt sind wir ganz oben. Und da oben, da hinten muss das Ding wohl sein. Jetzt weiß ich nicht, wie ich... Hä? Da hinten, das Wäldchen. Das bringt ja nichts. Da hinten bin ich ja nicht hochgekommen. Risiko ist alles. Mal gucken. Ja, obwohl ich mich nicht so ganz traue hier. So. Gut. Ist das eine Stelle, wo ich schon war? I don't know. Könnte man eigentlich doch hier runter, ne? Ja. Okay, das sieht nach Meshfehler aus. Wobei ich mich frage, was ist denn das hier für ein zementiger Grund? Aha. Okay. Oh, hier überlappt was. Aber hier gibt's nichts. Komme ich denn hier wieder hoch? Ach nee, durch die Überlappung komme ich hier nicht hoch. Okay. Der Stelle, nein, die Überlappung verhindert es leider. Ja, das ist jetzt doof. Das ist jetzt eine... hier hoch, hochspringen. Nee, muss ich nochmal neu laden, Leute. So, das haben wir wieder. Jetzt gehen wir mal hier hoch. So, jetzt wird es ja ein bisschen grün. Hier stecke ich wieder irgendwie fest. Okay. Okay. Ja. Ich würde mal sagen, Beutel mit 60 Pfeilspitzen. Jetzt wird es hier wieder interessant. Wunderbar. Heilkraut. Da war das die... was liegt denn hier? Hier liegt ja jede Menge. Und noch ein Rum.
Ja. Schön. Mal speichern. Vielleicht kommt mir wieder irgendwas entgegen. Ich glaube, wir kommen der Sache schon näher. Ja. Nur weiß ich nicht, ob es die richtige Ebene ist. Mal hier mal ein bisschen mit feinen Bogen scouten. Nix. Doch. Ich höre was. Da war was. Trollinger. Nee, kein Troll. Hier, die sind nur so Goleminger. Golems. Golis. Golemis. Golemsikos. Wo sind sie? Der muss irgendwie von rechts gekommen sein. Ach, hier, Ette. Doch ein Waldgolem. Jo, von mir aus. Von mir aus. Könnte jetzt auch ein Feuerpfeil, aber bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu faul. Sodele. Na dann, hier kann man auch noch mal was gucken. Bevor ich runtergehe, gucke ich erstmal, was es hier on top gibt. On the top. Mein Gott, Berge kraxeln, das war nie so mein Ding. Kann das sein, dass hier noch irgendwo einer ist? Ja, wieder was. Ich glaube. Da denkst du immer, jo, geh mal hier oben hoch. Hier gibt's andersfarbige Steinchen. Aber jetzt sind wir wieder hier an der Stelle, wo wir hergekommen sind. Okay. Dann schauen. Oh yeah, hier ist noch ein Heilkraut. Die Ecke haben wir ja schon. Dann haben wir ja hier den. Oh, eine Truhe. Heilkraut. Heilkraut, Waldgolem. Gibt Holzscheiben und Baumstamm. Schauen wir mal, was in der Truhe ist. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Fällt mir auch wieder dieser Kommentar ein mit den Truhen, die irgendwo wild in der Pampa sind. Vor allem da in dem Birken- und Tannenwald. Für eine nächste Quest. Bestimmt hier auch, ne? So, das gilt es gleich aufzuschreiben. Und zwar Truhe im Norden, etwas östlich von dem vergrabenen Zeug. Gut, habe ich mir mal aufgeschrieben und mir mal hier ins Auge eingeprägt. So. Schauen wir mal, was es hier noch zu looten gibt. Aha. Zwei Winkeleisen. Herrlich. Wo geht's denn da runter? Aha. Heilkraut. Okay, wieder mal scouten. Das heißt, da geht's wieder runter zum einem Waldgolem. Ach, da unten bewegt er sich schon wieder. Und tschüss. Machen wir das gleiche wie eben. Suppi. Okay. Oh. Noch eine Drachenwurzel. Gut, dass die Pflanzen hier nicht klippen. Da geht es aber noch weiter runter hier. So, ich befinde mich jetzt in diesem kleinen Wäldchen. Jetzt ist meine Orientierung völlig gone. Dass hier so auf so kleinen Vorsprüngen noch hier Waldgolems rumturnen, hätte ich nie gedacht. So, jetzt geht's aber hier wirklich nur one way runter hier. Ah. Okay, bleibt mir nichts anderes übrig als okay. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Und nochmal hier dieses bisschen zu erkunden. Aha. Moment. Mal gucken, bin ich denn hier schon gewesen? Hier käme ich wieder hoch. Oh, Leute.
So, gab's denn hier diesen Felsen? Irgendwie nicht so, ne? Ach, hier bin ich. Das ist der Stein. Kreis. Im Norden. Okay. Ach so, Dela. Richtig, da bin ich doch zum allerersten Mal hier in der Nähe auf den Dieb getroffen. Weiß nur nicht seinen Namen. Ah, na dieses Jumpscares hier. Wie viele sind's? Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, Mist. Das sind mehrere. Mist, ich hab gespeichert, aber das ist noch weiter oben. Okay, Manometer, Pupeter. Ah, hier gibt's noch ein Feuernesselchen. Kommen sie nach? Ganz schnell mal was futtern. Ich fass es nicht. Ganz zu Anfang hier, genau richtig. Ja, diese Suchenden sind ja überall und nirgendwo. In der Feuersequenz waren mindestens zwei. Ja, hier ist die Taube ziemlich laut. Das hören sogar die Tauben. Irgendwo in der Richtung waren Suchende. Zwei Stück. Dann gehen wir als erstes mal hier auf den hier hin. Ja, da es ja zwei Suchende sind, werde ich mal... Nein, das möchte ich nicht haben. Da habe ich die Armee der Finsternis versteckt. So. Die werde ich jetzt mal wirken. So, meine lieben Gefolgsleute, pass mal auf, hier ist was. Ja, ja. Ist weg. Oh, da ist noch ein anderer. Okay, die sind jetzt mit dem beschäftigt. Und zack, 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 zack. Oh, knapp war das gewesen. Wow, okay. Die haben ja sogar noch was. Danke, liebe Armee der Finsternis. Wo ist denn jetzt der andere? Oh. Den muss ich auch noch mal finden. Der war ja irgendwo in dem Bereich. Ja. Moorleiche. Wollte in dieser Folge noch den Schatz finden. Apropos, wir sind so nah dran, ne? Es ist irgendwo hier. Ja, da in die Richtung müsste ich dann. Ach, es geht hier runter. Hier war ich doch schon. Tolle Nummer. Ich muss irgendwie herankommen. Ich glaube, jetzt bin ich wieder ganz unten, wenn ich hier... Ach, schau einer mal, guck. Durch diese Tür bin ich ja nicht gekommen gewesen. Ach, Mann. Nee, da entferne ich mich davon ab. Shit. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Bleibe ich mal hier oben auf dem Plateau. Und sage... was sag ich denn jetzt? Weitersuchen oder? Nee, eine Frage. Wie komme ich weiter zu diesem vergrabenen Schatz? Ich bin jetzt also hier. Noch ist da ein Suchender. Den werde ich in der nächsten Folge mal eliminieren. Und es ist wieder anders gelaufen, als ich dachte. Okay. Eine Antwort auf meine Frage.
und einen Kommentar und einen Daumen. Ich bedanke mich. Tschüss.